Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir schnell, einfach und kostenlos herausfinden bzw. überprüfen können, ob Zugangsdaten von uns kompromittiert wurden. Ich meine damit Zugangsdaten zu irgendwelchen Webseiten oder Diensten, wo wir angemeldet sind. Es kommt ja leider immer wieder und wieder vor, dass Webseiten gehackt werden und Daten wie E-Mail-Adressen, Passwörter und so weiter gestohlen werden. Ob wir nun auch davon betroffen sind, können wir, wie gesagt, schnell und einfach überprüfen. Und zwar gibt es eine Webseite hier, ein Tool, Have I Been Pwned, wo wir das überprüfen können. Ich klicke einfach mal drauf hier und genau, hier haben wir schon die Möglichkeit, unsere E-Mail-Adresse einzugeben. Zack und Enter. Und schon, genau, wird das gesucht. Und wenn wir jetzt die, ja, wenn hier alles grün ist und Good News die Meldung bekommen, dann sind wir glücklich, müssen wir nichts unternehmen. Allerdings, wenn ich mache mal hier noch ein Beispiel mit einer anderen E-Mail-Adresse hier, ja, who.com und zack, schon wird hier alles rot, oh no pwned. Hier sehen wir schon einen Verstoß, hier ein Problem gibt. Wenn wir diese Meldung bekommen, dann beziehungsweise wenn wir nach unten scrollen, hier sehen wir, wo das Problem liegt, also woher diese E-Mail-Adresse gestohlen wurde und was genau. Hier haben wir Compromised Data, ja, also wir haben jetzt hier von Adobe und hier was gestohlen wurde ist die E-Mail-Adresse, Passwort-Hinweis, Passwort und Benutzername. Wenn wir so eine Meldung bekommen, dann sollten wir sofort hier auf der Seite gehen und unsere Passwort ändern. Am besten auch das Passwort von der E-Mail-Adresse gleich ändern. Ganz, ganz wichtig natürlich immer daran denken, wir haben nicht das gleiche Passwort für verschiedene Accounts, ja. Also immer verschiedene Passworts. Dann sind wir ja ein Stück sicherer vielleicht. Genau, das ist jetzt, es kann ja auch sein, dass es hier bei der eine oder andere mehrere Seiten hier betroffen sind, ja, je nachdem, dann müssen wir natürlich auf jede diese Seite das Kennwort ändern. Hier haben wir noch die Möglichkeit, die Option, ja, Notify Me. Wenn wir hier draufklicken, haben wir die Möglichkeit, dass wir benachrichtigt werden, wenn hier irgendwie sich wieder was ändert oder was passiert, halt, also wenn die E-Mail-Adresse in irgendeine Datenbank hier auftaucht. Und hier gibt es noch eine Option, hier Passwords. Hier können wir, wenn wir ein neues Passwort vergeben, dann ja, haben wir hier die Möglichkeit, das zu überprüfen, ob dieses Passwort schon irgendwie in irgendeine Datenbank hier schon gefunden wurde. Wir sehen hier, ich habe das jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wir sehen hier über 2 Millionen Mal, ja, das sollten wir nicht benutzen natürlich. Wenn das hier Ordo steht, halt, ob ihr jetzt euer Passwort hier nochmal eingeben wollt, um zu überprüfen, das ist euch überlassen. Manche sind da, ja, etwas skeptisch vielleicht. Ja, wie gesagt, wenn ihr überprüfen wollt, könnt ihr das machen, wenn nicht, nicht, ist halt eure Entscheidung. Und genau, hier haben wir nochmal ganz kurz Largest Breaches, ja, also die größten Verstöße hier, Hacks. Sozusagen, das ist jetzt hier nochmal die Webseite, hier sind die Webseiten und hier die Accounts, die betroffen sind. Hier sind die größten, hier sind die neuesten. Ja, kann man sich nochmal hier schlau machen, wenn man da Interesse hat. Genau, das war es im Prinzip auch schon alles. Ja, die Seite, die gibt es schon seit ein bisschen länger. Ich dachte, ja, vielleicht für den einen oder anderen, der das eventuell noch nicht kennt, kann das vielleicht hilfreich sein. Genau, ich habe hier mal in dem Play Store nachgeschaut, nach einer App hier, da gibt es ein paar. Die habe ich aber keine davon getestet, also kann ich euch leider hier nichts dazu sagen. Aber ja, es gibt hier einige Apps, wie man sieht. Pwned Passwords, wahrscheinlich kann man nach Pwned, aber hier sehe ich gerade, ja, kann man sich auch auf dem Android Smartphone halt installieren, wenn man das möchte. Und ja, genau, das war es auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.